Herzlich willkommen zurück zum Chocobo Zucht Special. Episode 3 und auch die letzte Episode. Die wird auch recht kurz sein. Wir haben im ersten Part haben wir uns den blauen gemacht, im zweiten den grünen und dann den schwarzen. Und nun haben wir einen fabelhaften, welchen wir in Eiszapfenregion gefangen haben, in der Eiszapfenregion. Und den schwarzen. Wir haben beide jeweils 6 Mal gewinnen lassen. Ich habe die jetzt beide jeweils, ich meine, 7 Mal gewinnen lassen ungefähr. Und haben ihnen circa 20 Gemüse reingestopft. Und jetzt haben wir noch 18 Kämpfe gemacht, damit die wieder zuchtfähig sind. Und dann gehen wir doch einfach mal in die Farm und gucken, was man aus den beiden machen kann. Normalerweise ist die Chance ziemlich gering, einen goldenen Chocobo zu kriegen. Ich werde das jetzt onscreen einmal probieren. Ich mache hier ein Save State, wenn es nicht geklappt hat. Dann werden wir reloaden und ich mache offscreen so lange, bis ich einen habe. Wichtig ist, die Nuss, die ihr benutzen müsst, muss die Zeyo-Nuss sein. Und wir sehen, wir haben alle Ställe voll. Deswegen werden wir jetzt Chocobos freilassen. Und welche Chocobos lassen wir wohl frei? Wir lassen sogar 2 Stück frei, und zwar den M1 lassen wir mittlerweile frei, den brauchen wir nicht mehr. Den werden wir auch nicht mehr brauchen. Die Gross-Eltern quasi. Die sind so gross, diese Gross-Eltern. So, und dann werden wir freilassen den W1. Das waren unsere 2 ersten Chocobos. Die Gross-Eltern. So, dann werde ich hier nochmal ein Save-State setzen. Und jetzt haben wir nur noch diese 4 Stück. Die 4 von 5 verschiedenen, die es gibt. Und jetzt werden wir hier nochmal Sicherheitsspeicherung paaren. Wähle 2 Pokémon, die du... Chocobos. Ich verwechsel es immer wieder. Ja, ich schäme mich dafür. Wir wählen den schwarzen. Der. Und der. Genau, wir lassen uns die beiden paaren. Und wir nehmen die Zeyo-Nuss, die wir in der Goblin-Insel von einem Goblin gestohlen haben. Und dann gucken wir mal, was das Ergebnis ist. Ein goldenes erkennt man sofort, weil es nämlich blinkt. Und es das ultimative Chocobo im Spiel ist. Mal gucken. Das da ist ein goldenes Chocobo, ganz genau. Das ist ein weibliches goldenes Chocobo. Es blinkt doch nicht, aber man sieht sofort, dass es kein gelbes ist. Ja, wir haben das goldene Chocobo bekommen und es ist weiblich. Deswegen nenne ich das goldene Chocobo doch einfach mal Nami. Nami, mein ultimatives Chocobo. Hier ist es. Ihr seht hier den Unterschied. Goldenes Chocobo, gelbes Chocobo. Was wir jetzt machen werden, wir werden ja einiges machen. Zuallererst mal werde ich jetzt wahrscheinlich fangen wir mal so an. Wir haben jetzt hier alle Chocobos, alle 5 verschiedenen Chocobos, die es gibt. Haben 6 Ställe, also immer ein Platz frei für Fun und was man machen möchte. Und ich möchte jetzt einfach mal drauf eingehen, was jeder Chocobo kann. Einen Augenblick ganz kurz. So, da bin ich wieder und jetzt habe ich auch ganz, ganz viel Informationen, warum man überhaupt Chocobo-Zucht außer für das Chocobo-Racing machen sollte und welcher Chocobo was kann. Der gelbe Chocobo ist ein ganz normales Fortbewegungsmittel, mit dem ihr über Gras euch bewegen könnt. Oder generell über Lauffläche, wo auch euer Charakter hinlaufen kann. Solange ihr auf einem Chocobo sitzt, kommen keine wilden Kämpfe. So. Dann gibt es den Fluss-Chocobo, das ist der blaue Chocobo. Der blaue Chocobo kann an alle Stellen, an die auch die Tiny Bronco kann. Sprich, der kann über seichtes Wasser und über Flüsse laufen. Der grüne Chocobo ist ein Berg-Chocobo und dieser ermöglicht es euch, über Berge zu laufen. Was sehr, sehr nützlich sein kann, da es ja Gebiete gibt, an die man nur kommt, indem man halt über einen Berg läuft oder so. Es gibt ja auch Gebiete, an denen die Highwind gar nicht landen kann. Der schwarze Chocobo, einer der besten, kann über Berge und Flüsse. Mit diesem Chocobo könnt ihr nahezu alles erreichen, vor allem ganz, ganz viele Orte, wo man über einen Fluss und danach über einen Berg oder umgekehrt gehen muss, um zum Beispiel zum Secret Cave von Vincent zu kommen, wo es seinen Finisher gibt. Die Krönung der ganzen Chocobos ist der goldene Chocobo, denn der goldene Chocobo kann über die gesamte World Map laufen, über jedes Teil, was es gibt. Er kann über Flüsse, Ozean, über
Berge, über Landschaft, er kann über alles laufen. Mit diesem Chocobo könnt ihr alle Secrets aufdecken, mit diesem Chocobo könnt ihr auch wirklich seltene Items an entlegensten Orten finden. Deswegen ist es wirklich von Verstand, mit diesem Chocobo das zu machen. Was wir jetzt machen werden, ist folgendes. Ich werde hier eine Sicherheitsspeicherung machen und wir werden jetzt erstmal ganz kurz den goldenen Chocobo ausprobieren. Und zwar auf Chocobos reiten. Auf welchen willst du nehmen? Da ist der blaue, da ist der grüne, da ist der fabelhafte, da ist der schwarze und da ist mein goldener. Auf dem Chocobo reiten? Alles klar, will ich. Wir probieren den jetzt einfach mal aus. Gucken, was der kann. So, wir sind auf dem Golden Chocobo. Wir können schon mal über Boden laufen. Da hinten ist ein Berg. Testen wir uns doch einfach mal den Berg an. Siehe da, der Chocobo läuft über die Berge. Kann man zum Beispiel hier rüber. Oder sowas ähnliches. Da hinten ist ein Fluss. Testen wir nochmal den Fluss. Jo, über den Fluss kann er auch. Und jetzt kommt der letzte Crash-Test, bevor wir uns sicher sind, was er wirklich kann. Und zwar Ozean. Wir werden jetzt nichts Besonderes ansteuern. Wir laufen jetzt einfach mal. Hier ist noch seichtes Wasser. Klar, dass er darüber laufen kann. Und dann kommt hier Ozean. Und er läuft auch über den Ozean. Also ihr könnt mit dem Chocobo wirklich überall hinkommen. Was man alles mit dem Chocobo machen kann, was man alles holen kann, das werde ich in meinem Let's Play weiterhin zeigen. Im nächsten Part werden wir das in Angriff nehmen, die ganzen Chocobo-Orte abklappern und ein paar Secret-Side-Quest-Scheißdreck machen. So. Was kann man noch mit dem goldenen Chocobo kurz machen? Wir könnten mal ein Rennen machen. An der Stelle möchte ich dann ganz kurz cutten und Silkes Gemüse holen. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Und wir werden jetzt unseren goldenen Chocobo einfach mal bisschen füttern. So, was können wir da machen? Wir gehen jetzt erstmal zum Chocobo Billy. Willkommen. Chocobos füttern. Ich nehme jetzt mal Silkes Gemüse. Welchen Chocobo möchtest du es geben? Nehmen wir jetzt mal unseren Golden Chocobo. Und das kann jetzt dauern. Ich möchte nämlich dem Chocobo 99 Silkes Gemüse geben, was er nicht braucht. Und wahrscheinlich auch Verschwendung ist, aber da ich so viel Geld habe, warum nicht? Da wissen wir wenigstens, wenn ich ihm 99 Stück gebe, dann hat er auf jeden Fall mal die maximalen Werte, die er haben kann. Also im Augenblick. Was ihr natürlich noch machen könnt, um den noch besser zu züchten, ihr könnt goldene Chocobos miteinander züchten, fabelhafte Chocobos mit schwarzen züchten und so weiter und so fort, um halt den Wert zu steigern. Mit jeder Generation steigert ihr den Wert. Maximaler Wert ist 175 km/h, soweit ich weiß. Ja, das kann ein bisschen dauern. Wir füttern ihm ja 99 Stück, ne? Und danach machen wir doch einfach mal ein Rennen mit dem goldenen Chocobo, würde ich sagen. Oh ja, das dauert. Na, danach ist er wahrscheinlich der High-End-Chocobo of Doom. Hoffe ich doch. Und dann kann man ihn natürlich noch bis Klasse S hochtrainieren. Das sind 12 Rennen, die man gewinnen muss. Das ist durchaus machbar. Klasse S ist das dann und dann habt ihr eigentlich einen ziemlich schnellen Chocobo, einen ziemlich guten Chocobo und dann könnt ihr damit im Chocobo Racing einige Items abstauben. Ich werde auch ein Chocobo Racing Special machen, aber nicht im Augenblick. Also ein Chocobo Racing Special wird etwas später kommen, dann zeige ich euch alle Sachen, die ihr beim Chocobo Racing abstauben könnt, beziehungsweise liste euch alles auf, zeige euch die verschiedensten Sachen, Tipps und Tricks, zeige euch die S-Klasse auch. Welche vielleicht ganz interessant ist. Und vielleicht haben wir dann auch eine Begegnung mit Taiyo, dem ultimativen Chocobo-Rennen-Gegner. Und jetzt gehen wir doch einfach mal ein Racing mit dem goldenen Chocobo machen, um zu sehen, was der kann und wie schnell er ist und alles. So, ich mache immer wieder mal Sicherheitsspeicherungen zwischendrin. Ich möchte nicht in Ultima Weapon rennen. Den habe ich nämlich noch nicht gemacht, absichtlich nicht. Den möchte ich natürlich während meines Let's Plays schön zeigen. Jetzt geht's über Wasser. Das goldene Chocobo of Doom. Und es ist übelst drauf. Das ist voll drauf, das sag ich euch. So, rein damit. In Coral. Und natürlich wieder, oh Gott, Alter, du bist mir im Weg, du Spasti, ey.
Und dann gehen wir in die Gondel, wo dann plötzlich kein Sound kommt. Bei mir kam da immer so oder so. Aber fragt mich nicht, wieso. Hier im Let's Play kommt kein Sound. Alles klar. Oh mein Gott, wir kommen oben an. Endlich. Wunderbar. Dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich mal zum Chocobo Racing. Und der Part ist wirklich ziemlich kurz. Tut mir echt leid, dass ich es in drei Parts gekloppt habe. Aber ich dachte mir, besser ist's. Dann gehen wir gleich in den Chocobo Square und testen unseren goldenen Chocobo doch mal in einem Rennen an. Ja. Und ich werde den Chocobo auch ziemlich trainieren, weil ich da einige Items möchte und vor allem auch Points möchte. Safe State, ich möchte mich eintragen. Welcher? Nami. Rang C, goldener Chocobo. Kurze Rennstrecke. Einfach mal zu gucken, so was der kann. Also wir haben fast 150 km/h und 999 Ausdauer. Ich bezweifle ganz stark, dass es einen gibt, der mit uns mithalten kann. Dann werde ich einfach mal starten, auf manuell schalten und... Ihr merkt selber, ich brauche gar nichts zu drücken. Ich lege den Controller mal weg und lasse den goldenen Chocobo mal alleine machen. Ja, wunderbar. Der kann das schon ganz gut alleine, ohne was zu drücken. Wunder, wunderbar, der rennt so wunderbar, oh yeah. Aber irgendwie kommt er mir vor, als hätte ich mal schnellere gehabt. Aber es liegt wahrscheinlich am ganzen Vorspulen, was ich immer mache. Weil offscreen, wenn ich Rennen gestaltet habe, dann habe ich die mit Vorspulen gemacht. Ist ja klar, ne? So, renn ins Ziel. Und ich power besser nicht auf, weil sonst dauert so lange, bis die anderen Pappnasen ankommen. Ja. Und wir sind im Ziel. Wir müssen noch Ewigkeiten auf die anderen Pappnasen warten. In der Zeit möchte ich euch ein bisschen was erzählen. Also, wir werden, wie gesagt, noch ein Chocobo Special machen in nächster Zeit. Ein Chocobo Racing Special, wo ich mehr über das Racing zeige, die zwei verschiedenen Strecken zeige, verschiedene Geschwindigkeitsklassen zeige. Und, ja, was ich dazu sagen möchte ist, Leute, wenn ihr mehr über den goldenen Chocobo wissen wollt oder über irgendwelche Chocobos, irgendwelche Chocobo-Angelegenheiten in Final Fantasy VII oder irgendwas in die Richtung, schreibt's mir in die Kommentare. Das war jetzt alle Infos, die ich mal über den goldenen Chocobo hatte, was man alles mit dem goldenen Chocobo erreichen kann an Orte, das werde ich in meinem Let's Play zeigen. Bin ja jetzt auf CD3 und ja, Leute, dann würde ich sagen... Jetzt warten wir noch bis ins Ziel rennen und dann war's das mit diesem Special. Dann haben wir das 3 Parts Chocobo Zucht Special hinter uns gebracht. Und man sieht da auch schon, das goldene Chocobo ist voll am Glänzen, am Leuchten. Und ohne vorzupowern, das ist so schnell, dass ihn keiner einholen konnte. Ich meine aber, dass wir es jetzt wegdrücken können, ne? So. Alles klar. Wir haben wahrscheinlich ein Schrott-Item gekriegt. Es gibt ja nur Schrott-Items da unten. Ja, ein Heiltrank. Ganz kurz, ich habe gewonnen. Okay, Leute, wir sehen uns in Let's Play Final Fantasy VII, dem Perfect Game. Ich bin Belias LP. Bis zum nächsten Mal. Ciao.